Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Wir zocken heute mal wieder. Bitte anschnallen. Jetzt geht's los, Freunde. Wir zocken eine Runde Black Ops 3. Das ist ja das Spiel, ja, dem Scorpion Plays sehr viel zu verdanken hat, weil ich glaube, ohne Black Ops 3 wäre Scorpion Plays einfach niemals, ich muss mir die Kamera ein bisschen hochstellen, niemals so krass abgegangen. Ich weiß auch diese Zeit in 2017 mit Ustasa. Jedes Gaming-Video irgendwie 250k Views, das war geisteskrank. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich auch heute umbenannt. Ich heiße jetzt Captain Scorpion auf diesem Account hier, weil es war der alte Impact-Account und ich bin ja nicht mehr in Impact und deswegen ja, macht es eigentlich nur Sinn, diesen Account umzubenennen. Warum Captain Scorpion? Dazu gibt es vielleicht bald nähere Infos. Und nein, ich mache kein COD-Team auf. So, damit ist mal klar. Es ist eigentlich nur ein Gag, warum ich so heiße. Genau, Freunde. Also, wir zocken heute eine Runde BO3 auf ganz entspannt, auch klassisch mal TDM, einfach mal wieder, um reinzukommen. Ich habe seit dem letzten Mal auf diesem Kanal das Spiel nicht mehr gespielt. Und es soll heute um so ein paar Sachen gehen. Erstens, wie sich das Spiel verändert hat, also wie sich Black Ops 3 verändert hat, weil es ja einfach, ja, für mich, für YouTube, das zweitwichtigste COD absolut war. Das Wichtigste war natürlich mit Abstand BO2, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber BO3 war auch ein sehr, sehr wichtiges Jahr. Das heißt, ja, eigentlich war das wieder, das war wie bei BO2. BO3 hatte auch sein stärkstes Jahr im zweiten Jahr der Rotation, weil da war IW draus und IW hat ja wirklich keine Sau interessiert. Und deswegen, ja, war das so. Ich weiß auch noch, da hatten dann bei IW hatten die Scorpion Plays Videos auch nur so 30k Aufrufe. Und da habe ich so gemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und BO3 hat auch einfach viel mehr Spaß gemacht und so, deswegen auf ganz entspannt. Heute auch mal wieder Uncut Old School auf ganz entspannter Basis, einfach mal wieder so auf alte Zeiten Modus. Ich überlege generell, ob ich einfach mal ein bisschen mehr Uncut Videos hier hochlade, weil ihr müsst euch vorstellen, danke übrigens, dass der Lobby-Bug hier so geil ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja auf dem Hauptkanal, die Videos sind ja extrem gecuttet, also mit sehr vielen Zooms und so. Dieses, ich liebe dieses Dynamische halt einfach, weil dadurch bleibt man halt eher dran, finde ich, weil man hat dadurch einfach mehr zu sehen, so lustige Einschnitte und so. Im Übrigen hier typischer Vorführeffekt. So, einfach so Serverkommunikation unterbrochen. Alles klar, Digga. Darf ich jetzt eine Runde spielen oder nicht? So. Und, oh, Nuketown. Ach du Scheiße, man, das wollen wir uns doch nicht antun. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, wir wollen jetzt endlich mal Gameplay haben, oder? Im Modern Warfare, das gibt's doch nicht. Aber ich habe jetzt heute auf irgendeiner Gaming-Magazin-Seite gelesen, dass jetzt wohl in den nächsten Tagen Gameplay kommen soll. Das heißt, ich rechne jetzt mal damit, dass da irgendwas passiert. Ach du Scheiße, ey, habe ich das lange nicht mehr gespielt. Das sind jetzt original die ersten Schritte. Okay, wenigstens ein Kill, bevor ich sterbe, das ist schon mal gut. Und noch einer direkt, perfekt. Also, Freunde, wir müssen doch jetzt langsam mal Gameplay, also wirklich jetzt, also ich glaube, wann war es in den letzten Jahren so? Ich glaube, in den letzten Jahren, da hatte man um die Zeit des Jahres fast schon an die Beta gedacht. Und dieses Jahr hast du halt nicht mal ansatzweise sowas wie die, ah, das ist ein Gegner, Teammate. Dieses Jahr haben wir dieselbe Zeit und wir haben noch nicht mal einen Kill gesehen. Und das Ding ist, ihr wisst ja, ich habe euch das ja erzählt. Ach du Scheiße, zwei Gegner. Aim Assist war komplett am Struggeln. Ja, die Lobby ist natürlich, ja, das ist halt scheiße. Ganz ehrlich, so eine Lobby, das bockt nicht, man. Du läufst da rein in den Spawn-Trap der Vergeltung. Also, klingelt mein Handy? Ach nee, das ist meine Waschmaschine, Alter. What the hell? Ich dachte gerade, hier geht die Welt komplett unter. Also nicht wundern, das ist hier ein bisschen Dingens. Ich habe heute die ganze Wohnung aufgeräumt, wirklich jedes Zimmer aufgeräumt, gesaugt, Geschirr gemacht, Wäsche gewaschen. Hausfrau Marcel zu dem Skorpion war mal wieder am Start, Freunde. Und ich weiß gar nicht, ob man TDM überhaupt spielen kann. Ja, auf Havoc, ist das euer Ernst? Oder wollen wir mal diesen Moshpit-Modus suchen hier? Können wir ja auch mal gucken, was da so abgeht. Ja, spielen wir einfach diesen Moshpit-Modus. Und jetzt haben wir halt nicht mal einen Kill gesehen. Ich habe null Kontakt gerade zur Zeit zu Activision. Also ich habe null auch gesehen. Ich bin genauso gespannt drauf wie ihr. Und da kommt bisher einfach nichts. Also entweder die, ich glaube, die haben sich einfach überlegt, wir machen dieses Jahr eine andere Promophase. Diesmal lassen wir die Leute mal so voll im Dunkeln tappen. Was ich, wie gesagt, auch ganz geil finde sogar. Weil dadurch ist man einfach ein bisschen gehypter einfach. Du hast einfach quasi viel mehr, ja, viel mehr Hype irgendwie, was zu sehen. Aber ich glaube, jetzt die Tage sollte was kommen. Und ich hoffe, dass dann auch irgendwann ab Juli oder spätestens August dann auch die Beta am Start ist, Freunde, weil die Beta, da freue ich mich extremst drauf. Also diese Beta, das ist ja wohl absolut, Digga, ich habe so Bock, endlich mal wieder was aktiv zu zocken. Ihr merkt ja, die Videos kommen zurzeit so, ja, so ein, zwei in der Woche, so wie ich halt Bock habe. Es liegt einfach daran, dass ich mich zurzeit einfach nicht zwingen will und wenn ich gerade Bock habe zu zocken, dann zocke ich und wenn ich keinen Bock habe, dann zocke ich nicht, weil ich habe gar keinen Bock, mich dazu irgendwas komplett zu zwingen, dass ihr das dann auch merkt und so darauf. Darauf stehe ich einfach gerade überhaupt nicht. So, das ist jetzt mein Kill, sonst raste ich aus. Danke. Wir verlieren Alpha, das war der Typ, okay. Ich muss mich erstmal so dran gewöhnen, das Spiel wieder zu zocken. Aber BO3,
auf Dauer hat es mich irgendwann voll aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil auf Dauer war das schon sehr anstrengend und sehr ADS-Modus. Jetzt nicht ganz so krass wie AW oder so, aber es war schon, ich sag mal, anstrengend. Ich denke mal, das wisst ihr auch. Aber es war YouTube-technisch einfach viel geiler. Ey, what the hell, man? Wieso sehe ich denn hier keine Gegner? Was ist denn das? Ich bin zu blöd für die Laufwege. Okay, was heißt zu blöd? Ich meine, wie soll ich direkt die Laufwege kennen? Aber also das ist jetzt gerade wirklich weird. Aber sind schon Leute in der Lobby hier, oder? Okay, den nehmen wir mit. Kriegen wir die Flagge noch? Oh ja, das war richtig frech von mir, dass ich die 200 Punkte gekriegt habe. Stronghold ist sogar eine meiner Lieblingsmaps. Ich weiß noch, wo ich im Stream fast die Scum Challenge live geschafft habe. Wo ich 60 Kills in TDM gemacht habe. Hat einfach ein paar legendäre Spots. Vor allem Competitive fand ich halt richtig geil. Also es hat mir am meisten im Spiel Spaß gemacht. Aber ich gucke ja, wer das weiß, ich gucke ja generell alle Events, auch immer noch. Also das ändert sich auch nicht bei mir. Also ich gucke immer noch alle Sachen, die man sich so reinziehen kann. Weil es einfach COD gucken einfach Spaß macht, so für mich. Und deswegen hoffe ich jetzt auch, dass es im nächsten COD auch wieder geil wird. Richtig nice die Runde, by the way. Richtig high quality Gameplay. Vor allem das Boosten, Alter, muss man sich erstmal wieder krass dran gewöhnen. Und Aim ist natürlich tot, aber ich meine, was... Ist ja klar, Digga. Okay, der Typ ist jetzt hier. Hui, Aim ist am Start. Der ist der mit der M8, glaube ich. Ich weiß es nicht, oder der. Oder der, man weiß es nicht. 4 zu 4. Cerberus kommt. Allein dieses Wort Cerberus, man, da werden Erinnerungen wach, Freunde. Da werden Erinnerungen wach. Der Cerberus. Vielleicht schaffe ich ja sogar eine Konterdrohne, das wäre richtig krass. Drohne habe ich schon geschafft, Freunde. Das lasse ich mir auch nicht mehr nehmen. Ohoho! 100er Prizi! Uiuiui. Er hat Annihilator, oder? Ja. Ich bin noch mal gespannt, generell, wie die diese Operators dann machen wollen, die ja angeblich das Spiel nicht verändern sollen und so in, gut, dass ich hier hingeaimt habe. In Modern Warfare. Ich gewöhne mich auch relativ schnell an Sachen. Also ich werde mich auch in dieser Runde schon am Ende der Runde etwas dran gewöhnt haben, diesen Flow wieder zu haben und so. Okay, wir haben die Sense, Freunde. 8 zu 6, Mann. Krass. Hype is real. Ich habe wirklich diese 200 Punkte bekommen. Es war so frech, Alter. Aber dann natürlich down direkt. Wahrscheinlich der heftigste Spawn-Trap in der Geschichte von BO3, den wir hier gerade kassieren. Ist jetzt down, ja. Oh, hier ist auch noch einer mit Tempest. Ah, oh, nein, ah! Belastend. Die Runde hätte ich sowas von für alle Ewigkeiten gelöscht früher. Und diesen Marcel werdet ihr natürlich auch wieder kriegen, aber jetzt gerade, ich kann mir jetzt nicht antun, in BO3 noch Lobbys zu surfen und so. Das geht einfach nicht. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, dem haben wir gut gegeben. Alter, wie der mich anschießt, der andere, ne? Ist ja wirklich krass. Hinter mir könnte einer sein. Ja. Warum gucke ich nicht hin, wenn ich es eigentlich weiß? That's the question. 10-10, Freunde. Nicht negativ. Alles richtig gemacht. Alter. Was eine Halbzeit. So schlecht habe ich ehrlich noch nie gespielt in meinem Leben, BO3. Also zumindest nicht in einem Video. Aber es geht ja eher ein bisschen um die Themen heute, wie gesagt. Oh, diese, ich habe heute immer gehasst, hier diesen Satz sagen, Digga. Aber was soll's. Vielleicht können wir ja in der zweiten Halbzeit was reißen. VMP vielleicht. Vielleicht brauchen wir die VMP. Das ist die beste Ausrede, das liegt an der Waffe. Ja, geil, guckt euch mein Team an. Stabil, Mann, da will ich richtig Bock, mit dem Team reinzugehen. Wir müssen jetzt halt komplett flanken, weil alles andere bringt eh nichts. Boah, auch Zelos 2, was für eine geile Zockerzeit war Zelos 2, bitte. Ich mein's ernst. Es war so eine geile Zockerzeit. Halleluja. Kantenslide geht noch. So. Jetzt wird aufgeräumt, Freunde. Hier unter mir ist einer. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Digga, wo ist diese Sense? Irgendwo hinter mir. Mann, Digga, was ist das für ein Movement-Bug? Wahrscheinlich Bug, oder? 100er Prezi? Ja, also wie gesagt, die erste Runde, Freunde. Direkt, aber... Hier ist einer. Also ich versuche positiv zu gehen. Das wäre mein Ziel.
allem das Boosten, das ist ja so gewöhnungsbedürftig. Feindliche Drohne. Ah, hier hat man ja ohne Geist gespielt. Unlucky. Ich glaube, diesen Typen habe ich noch nicht einmal geholt, oder? Den Typen habe ich jetzt wenigstens. Hier lang zu gehen ist halt auch komplett dumm. Vor allem, wenn er da hinten mit seinem Dingens steht. Ich glaube, hier sind eine Sense und ein Tempest, die auf mich warten. Wir machen jetzt mal den Move. Der ist da genau da. Der weiß auch, dass ich hier bin, safe. Er ist so ein Bang-Out. Das ist ja krank, Digga. Aber ich wusste, BO3 ist eh so ein Bang-Out-Spiel. Weil BO3 ist einfach gut. Raps und Geist auch noch kassiert. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Runden waren auf jeden Fall stabil. Haut rein, lasst ein Like da und ciao, ciao. Das war's komplett.